zu Folge 46 von Legend of Azur. Wir befinden uns auf Orins Ländereien. Das Wetter ist nicht ganz so schön. Wir haben Vormittag und reden heute ein bisschen mit Sergei, Olaf, Oswald und Co. Hast du etwas für mich zu tun? Mir fällt nichts ein, was du machen könntest. Komm aber später mal wieder. Vielleicht ergibt sich ja in der Zwischenzeit etwas. Ja, natürlich. Also bei dem müssen wir immer noch warten, vielleicht kapitelbedingt, vielleicht ein paar Tage. Das kann ich bei Legend of Azur noch nicht so gut einschätzen. Weil vieles scheint auch zeitbedingt zu sein, gerade die zeitkritischen Quests und sowas. Ne? Also vielleicht kann man einfach ab Tag 50 bei dem vorbeigucken. Wer weiß, was kann man ja bestimmt einbauen. Wie dem auch sei, hey, Olaf, du. Deine Quest haben wir erledigt. Ich hätte gern eine minimale Aufwandsentschädigung, also eine kleine Belohnung. Ich habe Sergej die Sicheln überbracht. Ja und? Was ist damit? Bekomme ich etwa nichts dafür? Ach so. Wegen so einer Kleinigkeit? Na, von mir aus. Aber mehr als 5 Roperi ist mir die Sache nicht wert. Okay, also das ist wirklich eine minimale Aufwandsentschädigung. Aber Quest ist Quest. Und damit haben wir auf jeden Fall schon mal was gut gemacht hier. So, Oswald, denn vielleicht kommen wir ja in die Vorratshöhle hinein. Der müsste eigentlich auch noch da sein, wo er immer sein sollte. Hoffe ich mal. Pflanzen. Übrigens, hier bin ich noch gar nicht lang gelaufen. Hier. Das hatte ich übrigens aber letzte Folge schon mal vorgehabt. Irgendwie, ich hatte so das Verlangen, hinten mal entlang zu gurken, in der Hoffnung, vielleicht wertvolle Kräuter zu finden. Aber die, die ich jetzt gefunden habe, waren jetzt eher so, na, nicht so ganz wertvoll. Aber besser als gar nichts. Nein, lass mich da. Nein! Stopp! Wieder hoch. Übrigens, ne, ich sag's immer noch, falls irgendwo in der Stadt Asun auf den Dächern was Wertvolles zu finden ist, so wie in Korin ist manchmal, sagt mir Bescheid, da kraxeln wir auch noch hin. Ich hatte auch gerade eben immer das Verlangen, auf das Dach zu springen da. Das werde ich jetzt auch gleich machen. Aber erstmal will ich hier hoch, hallo. In der Hoffnung, dass hier noch was ist, aber hier ist auch nichts. Schade. So, da kommen wir doch bestimmt drüber, oder? Nein. Doch, da muss man rüberkommen. Das gebe ich jetzt bestimmt nicht auf. Und schon geschafft. So. Die werden auch denken, was das wieder für ein Geisteskranker, der da rumrennt. Auf die Dächer springt wie so ein Gestörter. Auf der Suche nach, ja, auf der Suche nach was genau, ne? Das kann man auch so einfach gar nicht feststellen. Aber dann dopsen wir mal wieder runter. Und reden mit Oswald. Der müsste irgendwo hier sein. Ich sage gezielt müsste, weil hier jede Stunde woanders ist. Oswald ist nicht mehr hier. Das heißt, wir suchen einfach mal bei seiner Hütte. Kann auch sein, dass er sonst irgendwo rumsteht. Bevor wir zur Hütte gehen, gehe ich mal ganz kurz nochmal hinan. Weil ist er auf dem Feld oder steht davor. Mit Stanislav und redet über gute alte Zeiten. Das kann nämlich auch gut sein. Wobei Stanislav ist, glaube ich, gerade drin. So, ist der irgendwo hier, der Oswald? Nee, auf jeden Fall steht er hier nachmittags. Gut, dann laufe ich mal runter zu seiner Hütte. Denn die Quest klang auf jeden Fall interessant. Die kam mir ursprünglich nicht von ihm, die kam ja hier vom... von dem einen Tagelöhner da, oder wer das war. Der uns da empfohlen hat, da mitzumachen. Was kann man, wie er hieß? War das der Adarik? Es kann sein, dass es der Adarik war. Ich will jetzt aber auch hier mich nicht festlegen auf irgendeinen Namen, nicht, dass er irgendeinen noch in Ungnade schmeißt. Hubertus war es, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war wirklich Adarik. Der hat schon so einen opportunistischen Namen. Hubertus klingt wie so ein, ach komm, ich bin Bauer, komm. Ja, es reicht mal, wenn ich ein bisschen was zu essen krieg. Ich brauche nichts groß, das langt mir doch alles. Sergej läuft jetzt wahrscheinlich auch. Vielleicht geht er auch zum Winzer, das weiß man ja nicht. Für den Winzer müssen wir, wie gesagt, auch in die Stadt. Und für Jan und seinen Eintopf, den er von uns noch bekommt. Ich hoffe, der Oswald ist da, ne? Weil sonst platze ich. Kannst du nichts erzählen? Hier ist doch ein Erdbeben, wenn ich hier entlang laufe. Das ist... da! Habt ihr das gemerkt?
Ja, warum ist hier ein Erdbeben hier rüber? Was? Okay. Kann mir das mal bitte einer erklären? Nein? Okay, dann halt nicht. Ist Oswald da? Ich suche doch nur deinen Opa. Ist doch alles. Jetzt bleib mal ruhig. Jetzt ist er wieder nicht da. Ich krieg noch zu viele. Ich falle noch um. Vor Erschöpfung. Hier habt ihr gesehen, wenn ihr eben gerade den Himmel betrachtet habt, irgendwas stimmt da nicht. Ja, Ich gegen weiß nicht Abend genau, was wird's zu rot. Tagsüber ist es zu blau. Irgendwie ist es ein bisschen komisch da. Und Erdbeben gibt's auch immer. Aber nur wenn man vorbeiläuft. Ich muss Fuß jetzt Oswald. Ich flipp noch raus. In die Stadt kann uns nämlich die eine Wache bringen. Die eine Brückenwache ganz vorne. Also hier dürfte Oswald nicht. Wo ist Oswald? Ich kipp noch zusammen. Das gibt's einfach nicht. Ich meine, so schön wie Tagesabläufe auch sind, bringt ja auch mehr Immersion rein, ne? Ein bisschen sieht auch schöner aus, wenn die alle so einen geregelten Tagesablauf haben. Aber ich würde ihn halt gern kennen. Denn ohne ihn zu kennen, ist so ein bisschen Dreck, weil man irgendwie immer irgendwie eine Gurke quer über den Hof suchen muss. Und der könnte überall sein. Wo ist Oswald? Von der Tab wieder jemand rum? Wer ist denn das schon wieder? Ah, das Warte ist mal. Selma. Okay. Und Hast du mit jetzt? der Wer nichts? kriegen wir nicht nochmal was, natürlich Ich nicht. muss da mal weiter. So, also. Bei der Borrel gibt es wahrscheinlich auch nichts Neues. Die hat uns ja in der Nacht schon ihr Sortiment zeigen können. Weil der Selma holt wahrscheinlich Backwaren. Kann sie machen. Oswald. Der Kerl macht mich noch fertig. Aderik. Wird die dann auch denken, ne? Da ist irgend so ein Geisteskranker, der auf die zielt. Am helligsten Tage. Mitten unter Menschen. Und springt dann wie ein Gestörter über die nächsten Felsen, die er halt gerade findet. Und verschwindet wieder im Dickicht. Ah, ich glaube, ich weiß, wo Oswald ist. Da kommt gerade Stanislav angedappt. Oswald war doch immer am Fischen. Ja, aber genau jetzt fischt er nicht. Oh, Freund, ich werde hier noch bescheuert. Stanislav, was war da hin? Ich verplemper den ganzen Tag, indem ich hier über das Feld renne und Leute suche. Das gibt's doch gar nicht. So, Stanislav ist jetzt da. Der ist quasi da an der Altrentner-Quatsche-Ecke. Aber wo ist der andere? Wo ist Olaf? Der Typ macht mich krank. Ist der vielleicht hier irgendwo? Es gibt ja hier so ein paar Ecken. Das war, glaube ich, aber nicht hier. Hier gibt es auch vielleicht was zu holen. Ah, hier scheint der kleine Friedhof zu sein hier. Werden halt einfach hinter einer Hütte irgendwo begraben. Nicht ganz so schön, aber erfüllt seinen Zweck. Oh, Wölfe. Lassen wir mal in Ruhe, ist ein Feldräuber in der Nähe. Die werden alle noch standesgemäß verkloppt. Ah, genau, hier war Stanislav, okay. Ich dachte irgendwie für eine Sekunde, das wäre vielleicht auch Oswald gewesen, aber nein, der ist kurzzeitig verschollen. Ich meine, finde schon ein paar Sachen, die ich hier mitgehen lassen kann. Ich muss ja schon Frust klauen. War Oswald vielleicht direkt hier davor gestanden? Nee, ne? Wo war der Oswald als? Da hat er so ganz spezielle Gegenden, wo der als rumgegurkt ist. So ab und an, aber irgendwie, wenn man dann mal irgendwie sucht, findet man ihn nicht. Und das, obwohl er erst vor kurzem hier stand. Ihr erinnert euch, ich war kurz davor, mit dem zu sprechen und sagt dann, nein, ich suche erst mal Sergej. Dann renne ich quer über den Hof, komplett umsonst, weil der Typ einfach hinter der Schmiede steht. Geb die Quest ab und jetzt finde ich Oswald nicht. Orin, wach rum. Bye bye. Ja, das war mir klar, dass du mir keine Hilfe dabei sein kannst. Ich brauche noch einen Wacholder, ich halte es nicht aus. Ist vielleicht der Oswald irgendwo da oben an der Mühle? Was heißt, ich stapp jetzt zum Wind sein, wird's zu blöd. Wenn er da ist, gurke ich in die Stadt.
kann mich der alte Simbel kreuzweise. Sieht hier noch irgendeiner nach Oswald aus? Nee, das sind wahrscheinlich die drei Standardknechte. Und der Gose ganz hinten. Das ist ja, bist du verrückt. Ein Sauhaufen hier. Und dann die nichtsnutzigen Wachen da oben. Die nur dastehen und niemandem eine Hilfe sind. Eine Sache können sie, das stören. Und klauen lassen sie sich auch nicht. Frechheit ist das. Frech. Frech. Fertig. So. Aber warum soll denn der Oswald beim Weihnacht sein? Ne? Warum sollte er? Ist er auch nicht. Ist der Weihnacht wenigstens da? Ja, Wunder, wenn nicht. Da waren wir auch schon drin. Hey, du. So, können wir denn vielleicht schon sagen, dass wir in die Stadt müssen? Nee, dann gehen wir einfach in die Stadt. So. Es gibt ein gerades Stinkefinger an alle. Jetzt gehen wir einfach in die Stadt, das reicht. Irgendwann werden wir Oswald bestimmt treffen. Pass auf, jetzt gucke ich da über die Ding. Es war mir klar, es war so klar. Ich sag's auch, ich sag, jetzt gucke ich über den Fluss und da steht er. Die Drecksau. Man muss einfach mal drohen, man muss einfach drohen, dann klappt's. Jetzt steht er da, gell. Ich renn den ganzen Vormittag durch die Gegend. Hey, du. Da steht er, der alte Schlingel. So, ich hole mich ein bisschen was fragen. Können wir denn den Speicher mal ab? Ne? Sicherheitshalber, man darf ja nichts Falsches sagen. Hey, du. Alter, Alter. Ich habe gehört, dass Orin etwas gegen dich hat. Warum? Orin weiß nur Arbeit zu schätzen. Auch wenn er selbst fast gar nichts macht im Vergleich zu den anderen. Schau ihm mal zu, was er den ganzen Tag macht. Dann weißt du, was ich meine. Auf alle Fälle werde ich für den Hof durch mein Alter immer mehr zur Last als eine Hilfe. Das ist Orin natürlich ein gewaltiger Dorn im Auge, weil er mich nicht durchfüttern will. Das ist aber eigentlich nicht sein Hauptproblem mit mir. Zur Erntezeit nämlich lässt Orin immer ein paar Feldarbeiter holen, damit der Abbau des Korns schneller vonstatten geht. Da gibt es dann immer viel zu wenig Schlafplätze, sodass viele der Arbeiter dann draußen schlafen müssen. Und es ist schon öfters vorgekommen, dass sich ein paar Leute dann an Orins Gut bedient haben, um diesen misslichen Zustand zu verbessern. Du kannst dir bestimmt vorstellen, wie stark das Orin stinkt. Oh ja, das kann ich. Tja, Raffgier zahlt sich nun mal nur selten aus. Es ist ja nicht so, dass der Hof das alleine nicht schaffen würde. Auf alle Fälle lugt er deshalb schon die ganzen Jahre auf mein Haus. Das könnte er nämlich prima für seine Arbeiter verwenden. Aber nichts da. Das ist mein Haus und das habe ich mir redlich verdient. Außerdem wohne ich ja nicht alleine da drin. Bist du dir wirklich sicher, dass Orin dir das nicht wegnehmen kann? Ist ja immerhin sein Hof. Sein Hof ja, aber nicht sein Haus. Das Haus ist ein Geschenk an mich vom alten Herrn persönlich. Und dafür habe ich sogar eine Urkunde. Kann ich dir irgendwie helfen? Orin kannst du nicht ändern. Da ist jede Bemühung zwecklos. Am besten du machst gar nichts. Dann kann Orin auch nicht wütend werden. Obwohl, wenn ich so nachdenke, das würde mir sogar gefallen. Wer ist der alte Herr? Orins Vater Stanislav. Er hat den Hof vor Orin geführt. Ah. Und wieso schenkte er dir das Haus? Weil ich mein ganzes Leben auf dem Hof verbracht habe. Stanislav und ich sind beide hier aufgewachsen. Damals, als ich geboren wurde, führte der Vater von Stanislav, Bojan, den Hof. Es war mein Glück, dass Stanislav und ich uns von Anfang an sehr gut verstanden. Denn so durfte ich manchmal auch dabei sein, wenn Stanislav von einem Magier in Lesen und Schreiben Unterricht bekam. Freilich lernte ich nicht so viel, aber immerhin kann ich selber Briefe schreiben. Und ich habe auch Orin, als er gerade mal von seiner Amme wegkam, mein Wissen beigebracht. Nicht nur Lesen und Schreiben, sondern auch, was er über die Feldarbeit wissen muss. Übers Fischen, Jagen, einfach alles. Und der Saftzack dankt mir nicht einmal für das, was ich ihm beigebracht habe. Umso mehr freut es mich wie ein Kind, dass er mir auch gar nichts anhaben kann. Essen bekomme ich trotzdem noch, wenn es mir nicht reichen sollte. Da ist der Druck der Familie einfach zu groß. Ja, das ist doch schön, aber was ein Drecksack. Also der Orin ist schon ein Drecksack. Undankbar. Was war deine Aufgabe auf dem Hof? Hauptsächlich war ich für die Jagd zuständig. Früher hatten wir noch keine regelmäßige Fleischversorgung durch ein Schlachthaus. Außerdem zahlte die Stadt gut. Heute ist das ja nicht mehr so, da sich genügend Jäger in der Stadt tummeln. Du wirst wahrscheinlich eine Menge über die Jagd wissen. Kannst du mir etwas beibringen? Ich weiß nicht.
Meine Fähigkeiten sind heutzutage ungefähr so nützlich wie ein Messer zum Holzhacken. Du musst ja nicht selber auf die Jagd gehen. Nein, man freut sich zwar immer über lernwillige junge Leute, aber ich bin nun wirklich kein guter Lehrer. Okay. Oswald, kennst du einen Weg, um in die Vorratshöhle zu kommen? Könnte sein. Doch frage ich mich, warum dich das interessiert. Du willst doch nicht etwas stehlen? Eigentlich dachte ich da an den gut schmeckenden Schinken, von dem du mir erzählt hast. Junge, ich muss sagen, du gefällst mir immer mehr. Das könnte mir sogar einen Heidenspaß bereiten. Wie lautet dein Plan? Zufälligerweise besitze ich einen Ersatzschlüssel, wenn du verstehst, was ich meine. Den kann ich dir geben. Allerdings musst du mir versprechen, nicht zu viel zu entwenden. Natürlich, nur ein paar Kleinigkeiten. Also gut, aber verlier den Schlüssel nicht und bring mir was mit. Ich schaue mich mal weiter auf dem Hof um. Tue dir keinen Zwang an. Aber als ob ich jetzt nicht zu viel mitnehmen kann, oder? Mein Instinkt hat mich nicht getäuscht. Oswald war der alte Mann. Er besitzt sogar einen Zweitschlüssel, den er mir nur anvertraut. Jetzt sollte ich zu dem Wanderarbeiter gehen. Abends sitzt er bei den anderen am Lagerfeuer oder allein beim Steg am Fluss. Ja, warum steht da nur Wanderarbeiter? Ich würde gerne den Namen nochmal. Ich glaube, es war Aderik. Aber trotzdem doof, dass da jetzt kein Name dabei steht. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöde. Denn ich habe jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Hinweis mehr auf ihn selbst. Wie gesagt, Hubertus war es nicht. Und der Stanislav hier war hier früher der Chef. Oh, alles klar. Wie gesagt, es muss Aderik sein. Hier kommt niemand anderes sonst in Frage. Gibt's Neuigkeiten? Nein, hier ist jeder Tag. Ja, okay, gut. Dann geben wir dem mal Bescheid. Speichern ab. Der bis jetzt alles ganz gut funktioniert. Von wegen nicht zu wenig, also nicht zu viel, klar. Wir nehmen alles mit. Ich habe den Schlüssel. Gut. Hat auch keiner etwas gemerkt? Oswald hat ihn mir gegeben. Verdammt, der wird uns bestimmt verraten können. Wenn die Sache gelaufen ist, sollten wir beide von hier verschwinden. Wie geht's jetzt weiter? Wenn es dunkel ist, sollten wir es angehen. Vorher gehen wir ein zu großes Risiko ein. Wir treffen uns heute Abend, sobald die Sonne untergegangen ist. Okay. Bin ich noch in dem Strohbett. Hoffen wir mal, dass das Ganze hier fruchtet. Die Sache ist, er meint, wir können Oswald nicht vertrauen. Auf der anderen Seite hat Oswald eigentlich genügend Gründe, uns nicht zu verpetzen. Und dass er ein falsches Spiel mit uns spielt, ein doppeltes, das glaube ich auch nicht, dass der uns dann verpetzt, das macht keinen Sinn. So, bis jetzt läuft alles ganz gut, die Quest scheint ganz normal vorschriftsmäßig so vonstatten zu gehen. Wir haben Aderik Bescheid gegeben, ein Weg in die Vorratshöhle. Heute Abend, nachdem die Sonne untergegangen ist. Was heißt es zu uns? Da muss ich sagen, hat mir das bei Xeris Rückkehr ziemlich gut gefallen, dass man die jeweilige Stunde auswählen konnte. Später Abend, ich würde sagen, Beginn der Nacht, oder? Es ist um 10, nee, es ist schon 11. Raus aus meinem Bett. Naja, ich sag mal, zu spät kann es nicht sein. Also hätte ich jetzt persönlich gesagt, zu spät, ne, denke ich mal, ist im Rahmen des Machbaren. Der wird einfach da oben stehen, denke ich mal. Schau dir Sergej an. Der ist wieder mal völlig betrunken. Keine Ahnung, wer ihm weiß gemacht hat, dass er hier rumhacken soll. Hä? Lass mich hier. Muss hier. Das Feld. Das ist ja sehr witzig. Hast du etwas für mich zu tun? Mir fällt nichts. Komm mal. Jetzt ist er direkt wieder nüchtern. Allein. Das ist schon ein ziemlich guter Gag. Sowas gefällt mir, ja. Das ist schon richtig lustig, dass wir einfach darauf angesprochen werden, guck mal, da ist wieder einer besoffen und hackt hier auf dem Weg rum. Ist ja auch aberlustig. Und dann ist er auch noch besoffen und erzählt und so, das finde ich schön. Sowas gefällt mir. Dieser Detailreichtum, ja, der einfach nur die Stimmung hier intensiviert, intensifiziert, wisst ihr, was ich meine? Ist der Aderik jetzt da vorne? Ist ja immerhin dunkel, ne?
Lass mich raten, er sitzt am Lagerfeuer. Will erst dann mal gemeinsam mit uns hierher laufen. Ich habe das Gefühl, dass wir wieder einen Haufen Zeit verbraten. Aber immerhin ist es dunkel. Es ist zwar gerade, also es ist nicht gerade erst dunkel geworden, aber es ist dunkel. Da vorne dürfte er hocken. In der nächsten Folge tappen wir dann mit dem dahin. In der Hoffnung auf... Natürlich sitzen hier nur zwei Knechte. Mit Platz der Arsch. Wo ist denn der Kerl jetzt schon wieder? Heute Abend, nachdem die Sonne untergegangen ist, startet die Aktion. Das heißt, in der nächsten Folge werden wir erstmal Aderik suchen müssen. Ich krieg noch zu viel hier, gell? Also die Leute hier zu suchen, das ist ein Krampf. Bis ich das mal auswendig weiß, wo hier wer rumdappt. Das ist die Hölle. In diesem Sinne würde ich sagen, in der nächsten Folge... Ich hoffe, ich habe das nicht verschissen, dass er jetzt schon im Bett liegt und es ist zu spät, aber das glaube ich eigentlich nicht. Es war Beginn der Nacht, 23 Uhr, vielleicht ein bisschen spät, ich dachte eher so um 22 Uhr, aber ist ja auch egal. In der nächsten Folge werden wir auf jeden Fall Aderik aufsuchen, den Zerrsch aus dem Bett bis zu der Höhle, das ist mir egal. In diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge, bis dahin, tschüss.